Yo, Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, das Projekt Periklu startet endlich und ihr habt ja lange gewartet. Und zwar wollte ich das gestern eigentlich schon rausbringen, aber es war halt so, dass eine Modifikation nicht richtig funktioniert hat. Also vorher hat wirklich alles funktioniert. Und ja, ich hatte wirklich viel zu kämpfen mit den Modifikationen, gerade mit Optifine. Diese Kakteen hier zum Beispiel seht ihr ja auch, die sehen so ein bisschen fusseliger aus und das sieht auch wesentlich schöner aus. Und auch im Wasser seht ihr so ein paar Ranken hier. Das kommt alles von einer Modifikation, die sich mit Optifine nicht ganz so gut versteht, sag ich mal. Und ja, eigentlich funktioniert da alles. Nur die Kakteen sind schwarz gewesen. Also wirklich komplett schwarz. Nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich alles schwarz. Und zwar, ja, das Projekt heißt ja Periklu. Periklu heißt übersetzt Gefahr. Das heißt, ich spiele hier auf jeden Fall auf schwer und nicht auf normal oder einfach, sondern das wird hier wirklich ein Überlebensprojekt, ein Einzelüberlebensprojekt. Und ja, wenn ihr wollt, kann ich auch mal ein Multiplayer-Projekt machen. Das müsst ihr mir dann unten in die Kommentare schreiben. Aber was mich erstmal ganz, ganz, ganz brennend interessieren wäre, ob ihr jetzt mit Facecam haben wollt oder ob ihr jetzt sagt, nee, Facecam, das sieht scheiße aus, will ich nicht oder wollt ihr nicht, dann lasse ich das Ganze. So, ihr seht schon, ich habe ganz, ganz viel eingefügt. Die Battle Tower habe ich eingefügt. Hier, das ist, glaube ich, der Better Dungeon Mod. Das hier ist ein normales Dungeon. Auf jeden Fall, hier wird ganz, ganz viel los sein. Ganz, ganz viele Gebäude, wo wir Sachen erkunden können. Und ja, das Erste, was wir machen, ist, denke ich, mal in so eine Pyramide reingehen. Ach so, was ich noch vergessen habe. Ich springe jetzt einmal ganz, ganz kurz zurück. Ich werde das einfach mal ganz, ganz kurz schneiden. Und zwar haben wir noch die Bonustruhe. Okay, hier sind wir bei der Bonustruhe. Da habe ich ganz, ganz vergessen. Und zwar habe ich die einfach eingeschaltet, damit das am Anfang ein bisschen, nein, nicht unbedingt leichter ist, aber auf jeden Fall schneller geht, damit wir, oder ich, nicht ganz so viel hier farmen muss. Ich habe ja gesagt, das Projekt ist darauf ausgelegt, dass man nicht so viel farmen gehen muss, beziehungsweise, dass man halt sich sehr, sehr viel auch so verdienen kann. Und ja, die Bonustruhe ist ein Anfang davon, dass ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen Equip habe und nicht wirklich so blank anfangen, weil Holzhacken und Meinen und so, das ist eigentlich ziemlich langweilig. Wenn ihr diese Szenen trotzdem sehen wollt, dann kann ich sie gerne mit reinschneiden. Sonst werde ich auf jeden Fall erstmal was essen, damit ich ein bisschen schneller bin. So. Okay, sonst werde ich die Szenen, wie gesagt, rausschneiden. Das ist nicht das Thema. Jetzt habe ich ja eben auch einen Schnitt gemacht. Einfach aus dem Grund, weil das ziemlich langweilig ist, wenn ich einfach wieder zurücklatsche. Okay, ich würde sagen, hier kann man ja unten reingehen. Und zwar werde ich das so machen, dass ich hier an die Seite reingehe. Damit wir nicht auf diese Druckplatte gehen, weil bei dieser Druckplatte, das müsstet jeder von euch kennen, ist ja TNT unter. Und bei TNT, da würde ich so sagen, ja, das können wir uns eigentlich ersparen. Erstmal loote ich alles, auch Rotten Flash und so weiter, weil das hier, das ganze Projekt einfach ein Überlebensprojekt ist. Und wenn ich jetzt plötzlich Hunger bekomme, wie auch immer, dann wird das auf jeden Fall, ihr seht, dass ich jetzt auch schon hier den Inventory Tweaks Mod drin habe, dass das ein bisschen sortierter ist hier, weil ich nicht wirklich Lust habe, die ganze Zeit ständig immer alles zu sortieren. Wie gesagt, das Projekt ist immer noch darauf ausgelegt, dass man halt nicht so viel farmen gehen muss, dass es alles ein bisschen schneller geht und wirklich gut funktioniert hier, damit euch nicht ganz so langweilig wird. Auf jeden Fall sammeln wir das TNT hier unten noch ein. Dafür mache ich das Ganze mal erstmal komplett auf. So, zack, zack, zack. Und das TNT haben wir. Jetzt noch den Sandstein. Und dann bauen wir uns hier wieder hoch. Okay, das war auf jeden Fall der erste Tempel, den wir gelootet haben. Ein bisschen ist schon... Na, den brauche ich noch einen anderen Stein. Und den Stein nehme ich auch noch. So, auf jeden Fall, das war unser erster Tempel. Ich nehme hier noch ein bisschen Stein mit, damit wir jetzt gleich eine Hütte bauen können. Also erstmal eine grob motorische Hütte, also erstmal so, dass wir überleben. Nachher kann ich auch, wenn ich den Gamer-Rechner habe und das bessere Internet, der Gamer-Rechner muss nicht unbedingt
bekommen dafür, aber auf jeden Fall besseres Internet. Dann kann ich auf jeden Fall einen Livestream machen, das mache ich auf jeden Fall. Und zwar werde ich dann das Haus ein bisschen weiter ausbauen, wenn ihr wollt. Das heißt, ihr könnt da wirklich mitwirken, könnt sagen, hey, ich möchte das gerne so und so haben und das wäre echt eine gute Idee, wenn man das so und so macht und wie auch immer. Und ja, auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie das ist. Hier oben kann man ja hin. Ist das auch so, dass man da ein... dass da auch eine Kiste ist oder sowas? Oh, da ist schon ein Skeleton. Geh weg. Geh. Na komm her. Zack. Na komm. Oh, das dauert mir wesentlich... das dauert mir wirklich zu lange. So. Da ist nichts. Okay. Und zwar... nee, hier ist eigentlich nichts, ne? Das ist wirklich nur ein Obergeschoss. Okay. Ja, das ist nur ein Obergeschoss. Wir gehen auf jeden Fall jetzt hier zur nächsten Ruine und sammeln erstmal so ein bisschen. Wir können das hier im Grunde, also die Burg können wir im Grunde auch als Wohnort erstmal nehmen, was ich aber sehr ungern mache immer. Auf jeden Fall loote ich grundsätzlich immer so ein bisschen erst die Dungeon, damit man erstmal wirklich so eine Basis hat. Wenn man es wirklich schon ein bisschen länger spielt, dann hat man im Grunde schon alles. Und dann lohnt sich das nicht mehr zu looten. Weil, ja, wie gesagt, man hat dann einfach alles. Und wir gehen hier auf jeden Fall jetzt mal rein. So, das sieht auf jeden Fall interessant aus. Hier sind schon mal die ersten Spawner. Gut, dass Tag ist, sonst wären wir jetzt ziemlich... wären wir auf jeden Fall angegriffen worden. Das ist so eine Art Damm oder sowas, ne? So ein, oder eine Ruine? Eine Ruine, glaube ich eher, ne? Oh, hier ist sogar ein Villager-Dorf. Das habe ich irgendwie schon gesehen, als ich da hinten die Plattform gemacht habe. Auf jeden Fall ist das die Plattform sozusagen unser Spawn. Solange wir noch kein Bett haben, ist das so eine Art... weiß nicht, ist das so ein... oh, da haben wir schon ein bisschen was von einem Mob. Auf jeden Fall habe ich ganz, ganz viele Mods hier halt eingefügt. Unter anderem den Most Creature Mod. Dann habe ich den Better Dungeon Mod eingefügt. Dann habe ich den Insane Dungeon Pack Mod eingefügt. Dann habe ich, also erstmal so zu den Dungeon. Dann den Battle Tower Mod habe ich eingefügt. Die können wir später ein bisschen erkunden, weil ziemlich am Anfang... passierte eigentlich weniger. Hier können wir auf jeden Fall schon mal looten. Die ganzen Bücherregale. Es dauert immer eine Ewigkeit. Ich werde auf jeden Fall gleich mal gucken, ob ich ein bisschen Holz finde. Irgendwo, damit ich mir eine kleine Axt machen kann, damit das Ganze nicht ganz so lange dauert. Mal sehen, was in diesem Projekt noch alles so zustande kommt. Auf jeden Fall fängt es halt ganz harmlos an. Ich werde immer wieder ein bisschen was einfügen, werde auch hier eine kleine Geschichte reinbringen, wie auch immer. Nur jetzt ganz, ganz grob erstmal, das Projekt ist darauf ausgelegt, dass wir nicht so viel farmen gehen müssen, wirklich viel, viel Spaß hier haben, also sehr viel Entscheidungsfreiheit hier haben. Und es ist halt darauf ausgelegt, dass man hier überleben muss. Das heißt, das ist nicht besonders leicht. Ihr seht es ja auch schon an den Hungerbalken, dass ich wirklich kurz vorm Verhungern bin. Deswegen sage ich, das ist wirklich ein Projekt, wo man wirklich überleben muss. Okay, ich gucke nochmal, ob hier was drin ist. Haben wir hier noch eine Schmiede oder sowas? Irgendeine Schmiede? Da seht ihr auch schon einen Dungeon. Seht ihr, das ist, glaube ich, nicht von Better Dungeon Mod. Ich glaube, das ist noch ein anderer Dungeon Mod. Ich habe hier mehrere Dungeon Mods da eingefügt. Und wirklich so, dass man immer was zu erkunden hat. Ihr seht es ja, überall ist irgendwas gebaut. Und wenn es nur diese Battle Tower sind. Überall, das sind schon die neuen Biome. Das seht ihr auch schon. Die neue Biome habe ich eingefügt. Ich habe so viel, also es gibt hier richtig, richtig viel massig zu entdecken. Das heißt, es ist nicht so ein langweiliges Projekt wie viele andere, wo man sagt, ja, wir sind hier jetzt in der normalen Minecraft-Welt und farmen jetzt so ein bisschen Holz und wie auch immer, sondern hier ist es wirklich so, dass wir die ganze Zeit irgendwas zu tun haben, immer irgendwas zu erkunden haben und wirklich ständig dabei sind, irgendwas zu machen. Erstmal müssen wir schlafen gehen, Wolle haben wir noch nicht, das ist
also es wird nicht so ein Projekt wie Modkiste sein, dass da wirklich so Instant-Gebäude sind, aber es wird auch kein Projekt sein, so wie bei Gronkh, dass wir einfach ganz stumpf nur Minecraft spielen, sondern das wird wirklich hier ein richtiges, das wird so eine Mischung aus Singleplayer-Varo und ja, halt den Mod-Projekten, die man so halt auch auf YouTube schon kennt. Und ja, einfach mal gucken. Erstmal die erste Nacht auf jeden Fall hier überleben. Und wenn wir die erste Nacht überlebt haben, dann werde ich die Folge sicherlich auch beenden. Weil wir schon ein bisschen was gelootet haben. Auf jeden Fall wollte ich noch zu dem einen Tempel da hinten. Genau, da wollte ich nochmal hin. Ich kann nicht sagen, was da für Monster sind. Ich hoffe, wir sterben nicht. Wir brauchen eigentlich ein Schwert oder sowas. Wir haben schon 2 Diamanten. Das ist schon mal richtig, richtig, richtig gut. Weil aus diesen 2 Diamanten können wir uns nämlich schon ein Schwert machen. Ein Dia-Schwert. Ein Dia-Sword. Okay. Ich habe hier, glaube ich, auch Ultimate Swords eingefügt. Die kosten richtig, richtig viel. Sind aber wirklich richtig gut, dass gerade für die Monster, die hier sind, die haben ja ein paar mehr Life Points und ja, da wird das auf jeden Fall so sein, dass die wirklich richtig heftig sind teilweise und da brauchen wir natürlich auch entsprechend Ausrüstung, da werden die normalen Sachen nicht reichen. So, die kennt ihr sicher nicht schon mal, habt ihr bestimmt schon mal in einem Mod-Projekt gesehen, das ist auch ein Dungeon-Mod. Und ja, hier unten geht es auf jeden Fall richtig zur Sache. Da werde ich noch nicht hingehen. Ich denke, das machen wir in der nächsten Folge. Ich werde hier, das habe ich zum Beispiel auch eingefügt. Ihr seht ja, dass hier überall so ein paar kleine Fussel sind, dass das ein bisschen geschmeidiger aussieht. Auch Gras gibt es hier ganz, ganz viel. Da seht ihr hier diese kleinen Margot. Was sind denn Margots? Silberfischchen sind das nicht? Oder sind das Silberfischchen? Weiß nicht, aber auf jeden Fall, das ist, glaube ich, von... Nacktschnecken sind das, glaube ich. Ich glaube, das sind Nacktschnecken. Und zwar ist das Ganze von Moos-Kreaturen. Ihr seht, wie gesagt, auch, dass die Bäume hier rund sind. Das heißt, das ist wirklich ein bisschen schöner gestaltet hier. Wenn mein neuer PC ankommt, machen wir auf jeden Fall, wenn ihr das wollt, natürlich, machen wir Texturenpack rein, dann machen wir einen Shader auf jeden Fall rein und machen das Ganze hier natürlich noch schöner. Aber ich kann euch so ein bisschen was über meinen Rechner erzählen. Und zwar habe ich wirklich nicht die beste Grafikkarte. Also ich hänge wirklich hinterher. Und da ist schon der erste Feind. Genau, das meinte ich nämlich, dass solche Viecher sind hier überall und wir sind tot. Ich würde sagen, Leute, ich sammle erstmal meine Sachen ein und ja, wir sehen uns gleich. So, ich werde mich jetzt, ich habe meine Sachen geholt, ich werde mich jetzt hier einbauen sozusagen. Und ich denke, dass wir dann auch in der nächsten Folge diesen Tempel hier erkunden werden. Das heißt, ich werde ein bisschen, Holz habe ich ja jetzt gesammelt. Ich werde vielleicht noch ein bisschen Ausrüstung sammeln, wie auch immer, ein bisschen Mine. Ich habe Weinminer drin, das heißt, wenn du eine Kohle abbaust, wird auf jeden Fall die ganze Kohleader zum Beispiel abgebaut oder Diamantader oder wie auch immer. Das heißt, alles wird auf einmal abgebaut. Und ja, das heißt, wir können auf jeden Fall sehr, sehr schnell und wirklich effektiv farmen. Das Ganze kann man auch mit Stein machen. Aber ich denke mal, Stein, das wäre ein bisschen mies. Dann könnte man wirklich riesige Tunnel machen oder wie auch immer. Wenn ihr das natürlich haben wollt, können wir das machen. Ich habe noch eine Modifikation eingefügt. Und zwar weiß ich gar nicht genau, wie die heißt. Da können wir auf jeden Fall so Mining-Geschichten machen. Das heißt, automatische Minenapparate und wie auch immer, das kostet aber natürlich noch ein bisschen was und wirklich, das geht dann aber auch wesentlich schneller. Wie gesagt, ich habe mich jetzt hier eingebaut, Leute, und ich denke, wir sehen uns in der nächsten Folge in Periclu. Ich bin hier in Gefahr und ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ciao, Leute!